Stromberger. Breitner, das sieht gut aus, was Sie da machen. Breitner könnte schießen. Und Tor! Ein herrlicher Treffer. Beinahe atemlose Stille hier im Stadion. Nach 6 Minuten und 33 Sekunden geht Bayern München durch diesen herrlichen Treffer seines Kapitäns Paul Breitner in Führung. Die Wiederholung. Die Vorarbeit auf dem linken Flügel leisteten Rummenigge und Dürrenberger und dann Paul Breitner. 25 Meter und ich glaube, Breitner sehr viel unterwegs, sehr beweglich, eine echte, ständig anspielbare Station. Bayerlautzer mit vorne. Rummenigge. Abseits. Aber diesmal sagt Herr Korber, direkter Schuss, keine Beeinflussung. Und in der 19. Spielminute durch diesen herrlichen Treffer von Karl-Heinz Rummenigge das 2:0 für Bayern München. Bayerlautzer steht zwar links im Abseits, aber keinerlei Beeinträchtigung des Spieles bei diesem Direktschuss von Rummenigge zum 2:0.